Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Eufy Homebase 2 mit eurem Netzwerk verbindet und mit der Eufy App konfiguriert. Die App müsst ihr euch vorab auf euer Smartphone oder Tablet installieren. Die Homebase haben wir hier im Set mit der Videotürklinge 2K HD mit Akku. Es gibt sie aber auch im Set mit anderen Kameras, deshalb geht es hier in diesem Video nur um die Homebase. Das Video zur Klingel kommt separat und sollte je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, auch schon auf dem Kanal sein. Wenn es so sein sollte, verlinke ich es euch in der Videobeschreibung oder jetzt oben in der Infobox. Im Lieferumfang befinden sich in diesem Set die Videotürklingel, eine Positionierungskarte, Befestigungshalterung, 15 Grad Klemme, USB-C Ladekabel, ein Verlängerungskabel, Schrauben und Dübel, Pin zum Lösen der Türklingel, Homebase inklusive Netzteil und Ethernet-Kabel sowie eine Bedienungsanleitung, die eher eine Auf-Anbau-Anleitung ist. Los geht's! Schließt die Homebase mittels LAN-Kabel an euren Router an und versorgt sie mit Strom. Die Status-LED an der Front blinkt bzw. leuchtet zunächst rot. Sobald sie bereit zum Verbinden ist, meldet sie sich mit: Welcome to Eufy Security. Follow the instructions in Eufy Security App to set up the system. Und die LED blinkt nun blau. Startet dann die Eufy Security App. Bei vorhandenem Eufy-Account landet ihr direkt auf der Startseite. Habt ihr noch kein Eufy-Benutzerkonto angelegt, werdet ihr an dieser Stelle aufgefordert, eins zu erstellen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut doch mal in unser Video Eufy Security IndoorCam 2K WLAN-IP-Kamera mit der App einrichten und steuern. Da sind wir das in einzelnen Schritten durchgegangen. Wir wollen nun also ein neues Gerät hinzufügen, also tippen wir auf den Button Gerät hinzufügen. Wählt nun das Gerät aus, welches ihr verbinden wollt. In unserem Fall ist es die Homebase 2. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schließt nun die Homebase wie beschrieben an. Das Mobilgerät, worauf ihr die Eufy App installiert habt, muss mit dem gleichen Router verbunden sein wie die Homebase. Das Warten mit der roten bzw. blauen LED hatten wir ja schon. Blinkt sie blau, tippt auf Weiter. Es öffnet sich die Kamera. Scannt damit den QR-Code, der sich auf der Unterseite der Homebase befindet, und drückt den Sync-Alarm-Knopf auf der Rückseite. Die Homebase äußert sich dazu auch noch. Homebase receives a pairing request. Press the sync button on the back to accept it. Falls es beim ersten Mal nicht gleich klappt und ihr die Meldung, die Homebase 2 konnte nicht hinzugefügt werden, bekommt, könnt ihr es direkt erneut versuchen. Wenn ihr die Meldung Homebase 2 wird eingebunden lest, hat es geklappt. Auch hier bekommt ihr von der Homebase eine Bestätigung. Homebase was added successfully. Im nächsten Schritt gebt ihr der Homebase einen Namen. Homebase wurde hinzugefügt. Weiter geht's mit Weiter. Gibt es eine Aktualisierung für die Homebase, bekommt ihr es an dieser Stelle mitgeteilt. Ich starte an dieser Stelle das Update und kürze mal eben ab. Im Anschluss wird die Homebase neu gestartet und meldet sich dann mit Aktualisierung erfolgreich. Dann gibt es noch ein paar Tipps zur Positionierung. Und dann findet ihr euch auf dem Startbildschirm wieder. Oben seht ihr den neuen Eintrag Eufy Homebase. In den Einstellungen findet ihr die Zeiteinstellungen, die Speicherverwaltung, die Alarmeinstellung die Lautstärke für die Eingabeaufforderung. Hier haben wir auch die Einstellung für die Push-Benachrichtigung.
und dann noch HomeKit Support, die gekoppelten Geräte und Infos zum Gerät. Aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Eure Eufy Homebase ist nun betriebsbereit. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!